Scheiße, wir sollen jetzt rüberkommen. Die Autos auf der Autobahn sind immer so schnell. Oh, und ist langsamer geworden. Und der auch. Gut, dass er sehen, dass ich rüber möchte. Das ist ja echt nett. Scheiße! Fuck, Mann. Dann warte ich hier jetzt. Ah! Was ist das denn? Schönen guten Tag, ich bin von der Polizei. Was ist hier los? Er ist tot. Frank? Angenehm, Agathe. Also, Wasserrad? Er ist tot. Okay, und weiter? Er liegt da rum. Nee, ich meine ihren Namen. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Woher wissen die denn, dass er tot heißt? Nee, ich meine, er ist tot. Nicht mehr lebend. Gestorben. Kaputt. Ach so, ja, da haben Sie recht. Da würde ich zustimmen. Sehr gut. Haben Sie diesen Mann erschossen? Nein, er war schon erschossen. Aha. Haben Sie gesehen, wie es passiert ist? Nein, ich habe einen Schuss gehört. Und als ich hingekommen bin, lag er schon da. Aha, okay. Haben Sie jemanden weggehen sehen? Nein. Wegrennen? Nein. Laufen? Nein. Wegkriechen? Ja, aber das war eine Raupe. Aha. In welche Richtung denn? In diese. Okay, vielen Dank. Frank, kannst du bitte noch die Zeugen hier übernehmen? Ich brauche eine Verdächtige. Mach ich. Vielen Dank. Dies war ein sehr merkwürdiger Fall. Wie sollte eine Raupe nur eine Schusswaffe bedienen? Dazu noch so eine kleine. Irgendwas ist hier ganz gewaltig faul. Ich weiß nur noch nicht was. Ich fuhr zuerst einmal nach Hause, um eine Nacht darüber zu schlafen. Doch die Gedanken ließen mich nicht los. So's. Also fuhr ich einige Minuten später wieder zurück aufs Revier. Gibt's was Neues in dem Fall? Nö. Da es keine neuen Entwicklungen gab, machte ich mich selber auf die Suche nach dem Übeltäter. Oder der Übeltäterin. Oder den Übeltätern und oder Übeltäterinnen. Ich fing da an, wo ich zuletzt aufgehört habe. Bei der Raupe. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen, die Neptias. Okay. Ist was? Du hältst dich so merkwürdig. Nee, alles gut. Ich glaub... Was? Was ist denn los, die Neptias? Was ist? Ich muss Wolfgang eingeschlafen sein. Das muss doch vor dem Mord sein. Ah, wie gesagt, die Spuren sich rum, das ist nicht gesichert. Wolfgang? Nee, das ist mein Großonkel. Autokorrektur? Entschuldigung. Könntest du mir sagen, wo ich den Weg zur Polizei finde? Ja, einfach da hinten rechts. Da hinten? Genau, da hinten. Und dann rechts, haben wir links, wieder rechts abbiegen. Okay, danke. Darf ich fragen, wozu Sie da hin wollen? Ja, ich arbeite da. Aha, und Sie wissen nicht, wo das ist? Haben Sie kein Smartphone? Ja, danke. Tschüss. Ciao. Als ich diesen Beweis entdeckt hatte, habe ich mich direkt auf den Weg ins Revier gemacht. Hey, wo ist Frank? Der ist wieder am Tatort. Gucken? Bestimmt. Kommt er gerade im Fernsehen? Nein, ich meine, er ist bereits heute Morgen zum neuen Mordtatort gefahren. Er müsste eigentlich noch da sein. Ich war bis eben dort. Frank aber nicht. Vielleicht ist er schon weiter. Das kann sein. Aber du musst dringend mit ihm sprechen. Ich kann ihn orten. Ja, mach das mal bitte. Ich weiß aber nicht, ob ich das darf. Wieso bietest du das dann an? Kam gerade so spontan. Aber es geht um Frank. Vielleicht ist was passiert. Ja, okay. Ich meine, wenn ich es nicht dürfte, könnte ich es auch nicht. Stimmt. Dann guck mal nach. Was ist? Sein Handy ist dort. Sein Handy ist ein Docht? Von einer Kerze? Nein, das ist am Tatort. Ach so. Sicher? Ja. Echt? Ja. Ganz sicher? Ja. Wirklich? Nein. Nee? Doch. Ach so. Das ist ja merkwürdig. Danke, ich fahre mal wieder dahin. Ah, Frank, ich habe neue Erkenntnisse in unserem Mordfall. Ich auch. Was ist es? Eine Einsicht durch die Verarbeitung von Erfahrungen und Eindrücken gewonnen wird. Ich habe Drogen am Tatort gefunden. Woher weißt du, dass das Drogen sind? Wo denn? Am Tatort. Wir sind ja gerade da. Ich sehe ja nichts. Zeig doch mal. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Wann hast du es denn gefunden? Eben. Ist keine Stunde her. Ich bin aber jetzt schon länger als eine Stunde hier und habe dich nicht gesehen. Bist du sicher, dass du es nicht geträumt hast? Ja, also war ich jedenfalls. Aber wenn ich es geträumt hätte, hätte ich es nicht geträumt oder halluziniert. Und wenn nicht, dann könnte das schon sein. Aber dann kann es wieder sein, dass es geträumt war. Aha. Also ich dachte, keine Ahnung, irgendwo da. Lass mal nachgucken gehen. Ja. Tatsache. Wo bist du, Jonas? Was? Was hast du gemacht? Nix, alles gut. Aha, okay. Ja. Du hast recht gehabt. Ja klar, ich bin ja auch Profi-Polizist. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja. Was hast du denn rausgefunden? Wir haben etwas gefunden. Das hier. Was ist das? Das, was wir gefunden haben. Das sieht aus wie... Er hat was mit den Napoliten zu tun. Dann werde ich mich mal wohl mit einem von denen unterhalten müssen. Ich glaube, du hast einen Vogel. Nee, das ist nur ein Klingelton. Aber ich glaube, bei dir piept's. Nee, das ist nur ein Vogel. Tschüss. Ich machte also einen Termin mit Don, einem alten Freund. Er legte einen kurzfristigen Termin ein. Ich fuhr also sofort zu ihm, um den Termin einzuhalten. Schönen guten Tag. Bis hier und nicht weiter. Ich habe einen Termin bei Don. Das Eis ist dünn. Don Carleone. Name? Genau, das ist sein Name. Okay. Tut mir leid, hier ist keine Person mit diesem Namen aufgeführt. Bin ich falsch? Anscheinend schon. Okay, danke. Tut mir leid. Tschüss. Schönen Tag noch. Ciao. Da Don nicht auffindbar war, gab ich eine Vermisstenanzeige raus und suchte Susan auf, die Polizeipräsidentin. Ich habe nur kurz Zeit, gleich das Board-Meeting. Ich beeile mich. Ihr habt Board-Meetings? Ja. Auf welchem Schiff? Besprechungsraum 2. Ist das groß? Ja, klein ist es nicht. Okay, egal. Wir haben jetzt was viel Wichtigeres. Es geht um den Mordfall. Welchen? Den. Ach so, ja den. Ich glaube, wir haben bald eine zweite Leiche, die da in Verbindung steht. Wir müssen sofort Don Carleone finden.
Vielleicht ist er noch nicht tot. Der Don Carleone? Ja. Welche Beweise haben Sie denn dafür? Der war gerade nicht da, wo ich ihn treffen wollte. Vielleicht haben Sie oder er sich in Zeit oder Ort vertan. Oder er stand einfach noch im Stau. Nein. Ich bin zu seinem Bodyguard-Typen hin und der meinte, er sei nicht da. Waren Sie denn richtig? Nein, ich war nicht so wichtig. Ich fand es eher wichtig, mich mit dem zu unterhalten. Warst du am richtigen Security-Mitarbeiter? Ja, ich glaube, das war der richtige Shikori-Typ. Naja, prüfen Sie es nochmal. Ich muss jetzt los. Nein, warten Sie! Ich komme zu spät. Aber das ist gerade viel wichtiger. Viel wichtiger als seines... Nein, also nein. Ich rede doch nicht davon. Ich rede von dem Meeting. Achso, und wer ist wichtiger? Das Meeting. Das hat einen Namen? Das macht keinen Sinn. Außerdem habe ich nichts von wichtiger gesagt. Das hast du eben. Ach so, sorry. So, ich gehe jetzt. Warte. Nein, die warten doch schon. Halt, stopp. Nee. Warte doch, du musst sofort einige Kräfte darauf ansetzen, ihn zu finden. Kontrollier erstmal, ob du den nicht so erreichen kannst. Ich muss jetzt gehen. Moment. Du bist gar nicht Susan. Nee. Was denn da los? Susan ist vor einem halben Jahr zurückgetreten. Ich bin Sven. Sven Coppola. Ach so. Naja. Tschüss. Erschreck mich doch nicht so. Drecks der Welt. Du hast mich doch erschreckt. Ja, aber du mich auch. Okay, tut mir leid. Mir auch. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. Ha? Was ist los? Hast du mir einen Gehfehler gegeben? Nein. Ja, okay. Du wolltest doch nicht gehen? Jetzt bin ich mit meinen Füßen umgeknickt. Mit beiden? Nee, mit allen. Jetzt komme ich noch später als zu spät. Tut mir leid. Was? Was? In dem Meeting ist eine Bombe explodiert. Deswegen wollten sie mich aufhalten. Aber woher wusste ich von der Bombe und wieso haben sie die anderen sterben lassen? Wie kann ich mich reparieren? Ich schicke einmal Kräfte auf die Suche nach Don. Ohne Beweise. Aber nur einen. Vielleicht findet er Beweise. Danke, das ist eine gute Idee. Ich hole auch nochmal. Okay, und du kriegst einen Orden. Alles klar, machen wir so. Okay, dann mach das so. Was? Wir machen ein Duett. Nice. Ja, ich gucke mal, ob ich Don dafür erreichen kann. Okay, tschüss. Schönen Tag noch. Komm, geh ran. Geh ran. Scheiße, Mann. Oh, sie hat probiert. Was ist das? Eine Nachricht von Don? Oder sein Entführer? Ich kann gerade nicht telefonieren. Was willst du? Der Entführer oder Mörder gibt sich für ihn aus. Was soll ich jetzt machen? Ich würde jetzt die Polizei rufen, aber ich bin die Polizei. Wo warst du? Wo warst du? Das hab ich gerade gefragt. Ja, ich hab auf dich geantwortet. Nee, doch. Was? Nee. Ha, nee. Shut up. Okay, ich hab geantwortet. Eine Stunde. Ich war da. Du warst Gardinen da. Gardinen? Gar nicht. Okay, bitte. Das macht keinen Sinn. Ausrufezeichen. Danke. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Danke. Kannst du mir nochmal die Adresse senden? Hallo? Hallo? Ich hab deine Ehre ausgespuckt. Ich hab deine Ehre ausgespuckt und im Klo runtergespült. Erstens, falsch geschrieben. Zweitens, Sinn? Nee. Dann nehme ich das wieder zurück. Vorsicht. Lass ihn morgen nochmal treffen. Lass mal lassen. Okay, sorry. Toll, jetzt ist der Drecksack und sonst auf die Suche nach Beweisen. Oder vielleicht auch nicht. Ich hab doch noch nicht angerufen. Kannst du mir kurz eine Sprachnachricht senden, in der du super Sache sagst? Super Sache! Danke! Na okay. Doch, der echte. Dann kann ich mich wieder auf Mordfall konzentrieren. Haben wir schon Überwachungskameras angeguckt? Wo ist Frank? Ich machte mich auf den Weg aufs Revier, um mir die Überwachungsvideos anzugucken. Vielleicht sei ein Hinweis oder der Täter oder beides zu sehen. Überwachungskameras! Gute Idee! Kriegst du es an? Es ist schon an. Da! Hast du es gesehen? Was? Das. Was ist denn da? Moment, ich zoom ran. Und jetzt scharf stellen. Nochmal. Was ist denn da? Guck mal, wie der aussieht. Dazu sollte ich jetzt pausieren? Ja, das ist lustig. Du bist schon ziemlich asozial. Okay, mach weiter. Guck mal, da bist du. Das kann aber nicht sein. Ich meine, das zu dieser Zeit. Oh mein Gott, du bist tot. Was? Nein. Frank, wieso? Ich bin nicht tot, du Drecksack. Nein, was? Wie hast du es überlebt? Ich bin das nicht. Du bist nicht Frank? Doch, ich bin Frank, aber der ist nicht Frank. Aber der sieht genauso aus wie du. Ja, stimmt. Fast. Das könnte uns vielleicht weiterbringen. Möglicherweise eine Verwechslung. Genau. Aber wir können dich töten wollen. Vielleicht war es auch keine Verwechslung. Keine Ahnung. Denk nach, Frank. Polizei, ruf schön runter. Bitte helfen Sie uns. Wir sind in Gefahr. Tut mir leid, ich habe gerade Pause. Der Kollege, der gerade Schicht hat, ist eben auf das stille Örtchen gewandert. Also jetzt kurz mal ein bisschen warten, aber versuchen Sie es gleich nochmal bitte. Hier ist ein Einbrecher. Er hat eine Schusswaffe, glaube ich. Er hat meinen Mann schon angeschossen. Er verblutet jetzt. Kann aber auch sein, dass er nur so viel Blut verliert. Man, die Adresse ist... Bin ich verstanden? Was ist denn da los? Naja, ich esse mal meine Pizza. Was ist da ein Haar drin? Was ist das denn? Von mir kann dieses Haar nur sein. Welcher kernplatte Drecksdepp hat schon wieder meine Haarpinsel? Nein, nicht das. Ich meine, überleg mal, wer dich töten wollen würde. Vielleicht meine Ex-Chefin. Wer ist das? Deine Ex-Chefin. Ach so, warum sollte er das tun? Ich habe möglicherweise dazu beigetragen, dass er seine Beine und sein linkes Ohr verloren hat. Das rechte auch? Nee, das nicht. Aha. Oder vielleicht meine Ex-Frau. Warum? Ich habe möglicherweise dazu beigetragen, dass sie ihren Job und ihren linken Arm verloren hat. Also jetzt ist sie alright? Nee, da geht's nicht so gut. Aber warum Englisch? Ist egal. Okay. Okay, wie lange ist es denn her? So eine Woche und etwas mehr als einen Monat. Dann müssen wir die mal besuchen. Hey Leute, ein neuer Mord. Ernst ist tot. Was? Noch ein Polygon? Polizist. Genau, das meinte ich ja. Also du meinst, wenn wir davon ausgehen, dass der erste Mord eine Verwechslung war, ist dein Motiv erkennbar.
Es werden Polizisten ermordet? Genau. Das liegt nah. Aber wie viel Abstand war zwischen den beiden Morden? Ich glaube, ungefähr 24 Stunden. Was? Ja. Genau. Ja, fast. Der Hammer. Nee, Zeit. Da müssen wir uns beeilen. In 24 Stunden wird vielleicht der Nächste getötet. Das könnte einer von uns sein. Ja, stimmt. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Aber irgendwie sieht uns Don auch ähnlich. Vielleicht ist er in Gefahr. Wir müssen zu Susan. Wozu das? Hätte er schon gekündigt. Ach so, ja, ich meine die neuen Typen. Ach so. Aber ich eigentlich muss nur zu den neuen Typen. Gut Deutsch Satz. Danke. Ich hätte vergessen, dem Typen, den der Typ beauftragt hat, Don zu suchen, zu sagen, dass es Don gut geht. Doch nachdem ich es ihm sagte, wurde ich gewaltig überrascht. Er sagte mir... Don wurde entführt, die fordern 1 Million Euro. Rohe Eier? Ich weiß nicht, welche Eier die haben. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Du hast doch gesagt, dass etwas mit ihm passiert ist. Was ist jetzt los? Nein, ich habe letztens mit ihm geschrieben. Mit ihm? Nein, nicht mit Ian, mit Don. Ja? Oder er war es nicht. Das kann sein. Wann war das denn? Heute Mittag. Dann war es doch er. Wer ist denn das? Doch er? Don. Nein, ich bin nicht Don. Was? Das ist mir so verwirrend. Aber ich frage mich jetzt, woher wusstest du schon, dass er entführt wurde, bevor er entführt wurde? Und warum sagst du jetzt, dass alles gut ist? Ich hab's jetzt gedacht und herausgefunden, dass es nicht so ist. Dann hast du mir gesagt, dass es doch so ist. Aber ich dachte nicht. Aha. Auf jeden Fall wirst du von den Ermittlungen ausgeschlossen. Aha, okay. Ich will auch gar nicht bei deinen blöden Ermittlungen mitmachen. Du meinst auch nur diese, oder? Ich meine alle. Das kannst du nicht tun. Doch. Aber ein Polizist unter Mordverdacht und Entführungsverdacht kann man nicht weiter ermitteln. Ermitteln würde ich es dann tun. Du hast nicht die Befugnis dazu. Und außerdem war ich es nicht. Und Mordverdacht? Doch, werden wir sehen. Ja, okay, ich werde mit... Wie heißt denn der nochmal? Der Chef. Mit dem werde ich darüber reden. Okay, mach das. Und er wird mir bestätigen, dass ich weiter ermitteln darf. Sogar muss. Du dreckiger dieser Dreckstepp. Mach, dass du hier rauskommst. Ich würde dir jetzt drohen, die Polizei zu rufen. Aber die bin ich. Also, mach dich vom Acker. Schönen guten Tag zu Sven. Ah, guten Tag. Haben Sie neue Erkenntnisse? Ja. Wir glauben, dass in 24 Stunden ein anderer Polizist von diesem Revier umgebracht wird. Was? Ja, ich weiß schon. Ich meine was Neues. Nein. Na dann, warum bist du hier? Woher weißt du das? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich doch gerade. Nein, ich meine das andere. Weil ich ein Profi bin oder eine Überwachungsanlage habe. Ach so. So ist es. Das heißt, Sie haben auch... Ja, ich habe auch das gesehen. Okay, also, ich bin hier, weil der Typ, den du auf die Suche nach Dorn geschickt hast, mich vom Dienst suspendieren wollte. Aha. Aber der hat doch gar keine Berechtigung dazu. Aha. Oder? Nein, hat er nicht. Ja. Aber er hat bestimmt einen guten Grund. Also suspendiere ich sie jetzt vom Dienst. Was? Ich habe gesagt, ich suspendiere sie vom Dienst. Ja, warum? Keine Ahnung, ich gehe nachher fragen, dann weiß ich es. Also vielleicht rufe ich sie nochmal an. Lassen Sie das Handy in Ihrer Nähe. Tschüss. Aber das können Sie doch nicht tun. Ja doch, jetzt raus. Du dreckiger dieser Dreckstepp. Mach, dass du hier rauskommst. Da ich meinen Herd angelassen hatte, fuhr ich wieder nach Hause. Da ich es eilig hatte, wurde ich von der Polizei angehalten. Die kamen nochmal mit einer Verwarnung davon. Doch ich merkte, dass er doch aus war. Zuerst dachte ich an einen Einbrecher. Doch dann erinnerte ich mich, dass ich nicht den Herd, sondern den Föhn angelassen hatte. Ich schaltete ihn aus und fuhr wieder ins Revier. Ich wollte dieses Gespräch selbst angucken. Ich versuchte mich also, in das Überwachungssystem zu haken. Vergeblich. Also schlich ich in Svens Büro und schaute alles von da an. Warum wolltest du diesen Polizisten vom Dienst suspendieren? Er steht unter Tatverdacht in dem Fall Don. Mord und oder Entführung. Okay, dann ist okay. Dann lassen wir ihn lieber weg. Tschüss. So ein Mistkerl. Scheiße. Was macht der da? Was? Wer ist das? Ist das fucking Chuck in Hagar oder was? Ist das auch der Mörder? Oder ist das noch jemand, der mich... Scheiße, da kommt jemand. Hey, ich bin schon hier. Such dir ein eigenes Versteck. Oh, tut mir leid. Ich sprang aus dem Fenster, um zu entkommen. Jetzt wusste ich nicht mehr weiter. Keiner würde mir glauben. Ich habe zu viele Calls gemacht und dabei verkackt. Jetzt gab es nur eine Person, die mir helfen kann. Aldo Rain. Ich musste ihn zuerst finden. Man sagt, er sei auf die Insel Porto Santo gewandert. Und dann ist er auf der Insel gewandert und hat sich ein Haus gekauft. Ich flog also dahin und habe ihn gesucht. Da ich keine Ahnung hatte, wo ich suchen soll, war ich etwas verunsichert. Aber da die Insel klein ist, musste das machbar sein. Das Wasser. Das ist super. Land. Ohne Wasser. Ich habe nie gefunden. Also flog ich wieder nach Hause. Blöd war, dass ich, um das Flugzeug zu filmen, den Flug verpassen musste. Aber da kannst du nichts machen. Ich flog dann später als geplant wieder nach Hause. Ah, Frank, hi. Du bist Frank. Ich bin Jonas. Aber schönen guten Tag. Gut, dass ich dich treffe. Ich muss dir was erzählen. Was ist denn? Ich habe rausgefunden... Moment. Bist du Frank? Ja, hast du doch auch gerade selber gesagt. Also, der Typ, der mich suspendiert hat, hat eine Maske an.
und ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Ist er nicht der aus Szene 4? Nein. Aber jetzt fällt's mir wieder ein. Das ist der Typ aus Szene 5. Aha. Wir müssen ihn aufhalten. Müssen wir das? Ja. Was hat er denn vor? Keine Ahnung. Dann sollten wir das vielleicht vorher mal rausfinden, bevor wir ihn aufhalten. Na gut. Aber ich bin immer noch suspendiert. Überlasse es mir. Ich werde einmal mit Sven reden. Okay. Es wäre sehr nett. Und sehr hilfreich bestimmt. Und sehr freundlich. Aber denkst du, der lässt mich einfach wieder weiterarbeiten, so? Du bist wieder dabei. Was? So schnell? Nein, nicht so schnell. Du. Wie das? Ich habe mit ihm geredet und ihn überzeugt, dass du unschuldig bist. Und da wir Don gefunden haben und auch den Täter eingebuckelt haben, war es ganz gut. Einfach. Ziemlich leicht, würde ich sagen. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe ihn daran erinnert und dann hat er gesagt, dass uns da nichts anderes übrig bleibt. Aha, das meine ich doch nicht, aber danke. Jetzt müssen wir den Typen finden. Aber lass das erstmal Sven erzählen. Der glaubt das doch eh nicht. Aber wir können es ja mal versuchen, haben nichts zu verlieren. Hey Sven, ich habe deinen Namen gemerkt. Wo bist du? Wo ist Jonas hin? Ich bin hier, aber wir vermissen gerade Sven. Ja, meine ich ja. Den hat bestimmt jetzt der Typ umgebracht. Ja, er hat ja noch eine halbe Stunde Zeit. Vielleicht ist er diesmal zu früh gewesen. Das kann sein. Aber was machen wir jetzt ohne Sven? Und wir haben jetzt 24 Stunden mehr Zeit. Ja, das ist nice. Aber wo könnte jetzt die Leiche sein? Keine Ahnung. Lass mal erst suchen. Okay. Hey, raus hier. Du lebst. Ja, bin gleich fertig. Jetzt wird kacken. Kacken? Was ist das denn für eine Sprache? Deutsch weiß ich selber. Ja, ich wollte ja scheißen sagen, aber kacken ist offiziell lustiger. Da ist mehr Ich war halt kacken mit zwei anderen. Die meinten, das wäre voll lang, aber ich habe gedacht, das wäre voll kurz. Bist du betrunken? Nee, das war Niklas. Achso, dann ist ja gut. Wir haben schon gedacht, dass du tot bist. Ja, du habt ihr falsch gedacht. Was wollt ihr denn hier? Der Typ, den du für Don engagiert hast, ist nicht der, für den du ihn hältst. Ich halte ihn doch gar nicht. Nee, also ja, da haben sie recht. Aber der trägt eine Maske. Und der Typ, der drunter ist, ist der aus Szene 5. Woher wisst ihr das? Er hat's mir gesagt. Ich hab's gesehen. Aha. Hast du dafür Beweise? Nee, aber ich sag dir das. Aha. Naja, so weiß ich aber nicht. Aber hau mal einen Beweis raus, dann können wir weitersehen. Geht auch ein Deepfake? Was ist das? Beweis. Ja, geht bestimmt. Okay, nice. Frank, wie viel Zeit haben wir noch? Es sind nur 2 Minuten vergangen, also immer noch circa eine halbe Stunde bis 25 Minuten. Okay, gut, dann lass mal versuchen, ihn zu finden. Dann ist es wieder nicht zu Ende. Ja, wenn dir jetzt nichts Komisches passiert. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, da hast du recht. Ja, rechts habe ich noch, nur linker Arm ist weg. Okay, gut. Glaubst du, wir können überleben? Ja. Keine Ahnung. Na Leute, wie geht's euch denn? Gut, dass das nicht passiert ist. Ja, das wäre nicht so nice. Okay, bist du sicher, dass es seine Adresse ist? Ja. Okay, gut, dann los. Denk an die Kamera, wir brauchen nur Fotos. Scheint keiner da zu sein. Komm, wir gehen rein und warten auf ihn. Warten? Wenn in 20 Minuten der Nächste stirbt, sollen wir hier warten? Ja, was Besseres fällt mir nicht ein. Ich dachte, er kommt. Tschüss, Sven. Der Typ kommt gleich. Was? Haben wir jetzt die ganze Zeit mit Susan telefoniert? Sven, meine ich ja. Ach so. Oh ja, tu das Ding auf. Die Kamera ist bereit. Das sagst du aber öfter, oder? Nee, sei jetzt leise. Und? Ich glaube, da war wieder ein Tippfehler. Ja, jetzt. Nein, wo geht er hin? Ich glaube, das ist das Bad. Scheiße. Du mieser, fieser... Hey, ruhig. Ich bin bei der Polizei, ich ermittle hier. Ja, ja, ich bin auch bei der Polizei und ich habe eine Waffe. Wir haben die Beweise. Komm, Frank. Und, ist es was geworden? Ja, jetzt sind wir noch schnell zu Sven und dann haben wir den Fall schon fast gelöst. Schönen guten Tag, Sven. Wo ist Frank? Dreh dich um, du stehst falsch rum. Oh, ja, okay. Hallo. Wir haben jetzt die Beweise. Dann zeig mal. Ich habe sie gesendet. E-Mail? Nee, die Beweise. Ach so, okay. Und, was sagst du? Was machen wir jetzt? Ist das gefotoshoppt? Nee, das ist ein Video. Das ist billig in Final Cut gemacht. Also es ist nicht echt. Natürlich nicht, die man noch trägt, lol. Wieso verschwendest du denn meine Zeit damit? Weil das wichtig ist. Aber wenn es fake ist? Ja, das passt schon. Warum guckst du andere Filme und Serien? Das ist auch alles fake. Ja, aber hier geht es um einen echten Fall. Einen echten Täter. Echte Morde. Ach, du meinst, dass hier in unserer Welt fake ist? Nein. Also ist das echt? Ja, für uns schon. Was laberst du da? Ist egal, verstehst du eh nicht. Soll das heißen, dass ich dumm bin und wo zwingst du hin? Egal. Also können wir den jetzt verhaften gehen? Ja, lass mal dahin. Arme Verstärkung. Okay, gut. Das machen wir. Da sehe ich uns. Bist du Konsti? Nee, der ist gar nicht mehr da. Du musst noch ein bisschen warten. Ach so, okay. Na dann los. Ich warte hier. Keine Bewegung, Polizei. Das Haus ist umstellt. Ach so, ich falsches Haus. Polizei, keine Bewegung. Hände hoch. Ist ja keiner. Ja, ich dachte, das wäre nur zur Übung. Ja, war es auch. Okay, gut. Ist jemand da? Wir sind hier, um sie zu verhaften. Da ist er. Was? Wo? Ich sehe keinen. Da. Bist du high? Ja. Ich meine nein. Ah, okay. Jetzt geht's rein. Wie stark? Stark. Aha, okay. Machst du es öfter? Öfter. Aha. Kannst du trotzdem weitermachen? Machen. Wiederholst du einfach nur das letzte Wort, was ich sage? Sage. Aha. Ich meine nein. Okay, jetzt ist noch stärker da, oder? Alles dreht sich, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich lieg im Zelt und boah, alles dreht sich. Ohne Witz. In welchem Zelt? Was laberst du? Mach mal die Erde langsamer, die dreht sich zu schnell. Alter. Alter. Zitierst du gerade jemanden? Jemanden. Okay, das heißt ja, oder? Ja. Lol. Junge, ich kann nicht mehr. Hol mich mal ab. Mir ist so schlecht und schwindelig, Alter. Alter.
Alala. Okay, ich komme gleich. Das ist cool. Kannst du mich wieder vorher abholen? Ich kann nicht mehr klar denken. Ich weiß nur, dass 1 plus 2, 3 ist ungefähr. Und ich sehe gerade, dass ich ultra hässlich bin. Geil, ne? Ja, saugeil. Ich muss die ganze Zeit atmen. Richtig scheiße. Aha, tja. Junge, ich kotze gleich. Ich glaube, ich bewege mich, aber ich sollte es nicht machen. Ah, okay. Es ist viel zu laut zum Schlafen, aber ich schlafe jetzt trotzdem, weil ich Gangster bin. Okay, hier jetzt. Mach, nachdem wir den Typ verhaftet haben. Ich hab halt auch nur irgendwie 5 oder so, also Bier, keine Ahnung, wie heißt das? Getrunken? Dingsbums, Rakete oder so. Hast du nicht eben gesagt, du wärst high? Oh ja, stimmt, dann nehme ich das zurück. Kannst du dich bitte mal wieder auf unsere Aufgabe konzentrieren? Oh, okay, alles gut, bin wieder voll dabei. Okay, nice, dann lass ihn mal suchen, vielleicht ist er hier drin. Der hat uns doch bestimmt schon gehört. Nee, glaube ich nicht. Okay, na dann. Guck mal da rein. Mach du doch. Okay. Hallo. Das ist ein Überfall. Alle Wetter tanzen hier bitte. Was? Sprichst du Deutsch? Ja. Dann hast du mich doch verstanden! Oder akustisch? Nee, ich bin gerade nur verwirrt. Ach so, warum? Weil ich bin von der Polizei. Hände hoch. Oh, scheiße! Ich habe auch eine Waffe. Mexican Standoff nennt man das, habe ich gehört. Hm, sicher? Ist es einer? Keine Ahnung, sieht so aus, finde ich. Hm, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Frank? Ist es ein Mexican Standoff? Kann schon sein, keine Ahnung. Hm, okay. Wer ist das denn? Mein Kollege. Ist der high? Nee, nicht mehr. Okay. Also, Moment mal. Wir sollten jetzt nichts überstürzen. Ja, okay. Wir wollen beide nicht sterben, ne? Ja, da würde ich zustimmen. Ich würde sagen, du nimmst die Waffe runter und dann mache ich das auch. Woher soll ich wissen, dass du mich nicht prankst? Ich bin Polizist. Ich bin gut. Das wäre böse. Das würdest du machen. Ach ja? Du hast doch nicht mal deine Marke gezeigt. Wie soll ich dir da glauben? Ja, die habe ich tausend vergessen. Da kann man nichts machen. Aha. Sehr verdächtig. Tut mir leid. Lass doch kurz den Vertrag hier unterschreiben. Wo kommt der jetzt her? Habe ich für alle Fälle mal geschrieben. Ach so, okay. Ist aber schon älter, ne? Gut, so ich auch unterschrieben. Dann machen wir das jetzt so, bis im Vertrag steht, ne? Jo. So, das. Was macht ihr? Haha, lol. Was ich sagen wollte, ist ein Haus, die zum Stellen. Also du kannst jetzt deine Waffe wieder nehmen. Aber warte mal, ich muss das filmen. Das geht nicht. Also das mit der Waffe. Steh im Vertrag. Keine Bewegung, du Bastard. Was? Das ist illegal. Steht im Vertrag. Welcher Vertrag? Den du dort unterschrieben hast. Das kannst du nicht machen! Doch, wir sind Cops. Und jetzt kommst du mal mit auf die Wache. Du machst das Revier. Genau das. Nein! Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Ich habe ihn doch nur ins Bein geschossen. Wir müssen ihn noch verhören. Ich weiß es nicht. Ich hatte es auch geschossen, aber nicht so viel. Von den anderen von draußen. Ich habe mir eben gesagt, dass du das Haus gestellt ist. Aha. Aber sieht schon irgendwie ziemlich billig aus. Also selbst für No-Budget. Ja, keine Zeit, keine Lust. Ist egal. Juck eh keinen. Okay, und was machen wir jetzt? Naja, es war nicht illegal. Also würde ich sagen, Fall gelöst. Aber wir wissen noch gar nicht, ob er es war. Ja, vielleicht finden wir noch hier am oder im Haus Beweise. Das kann sein. Und mit wie mache ich die anderen? Wir sind für heute fertig. Ja? Ja. Okay, dann schönen Tag noch. Der Fall war jetzt anscheinend gelöst. Also holte ich auf dem Weg nach Hause erstmal etwas schlafen. Ich fragte mich nur noch, wie wir seine Komplizen finden sollen und ob er Komplizen hatte. Aber ich kann nicht schlafen, während ich dieses Voice-Over denke. Ich tue gerade nur so. Ich war sehr froh darüber, den Täter geschnappt zu haben. Jetzt können wir uns ganz auf Dons Fall konzentrieren. Denn es stellte sich heraus, dass der Typ gar nicht der echte Täter war. Er war nur ein Handlanger ohne wichtige Informationen. Sie haben ihn umgebracht. Also fuhr ich gar nicht nach Hause, sondern zu Sven, um ihm die Beweise zu geben. Frank ist auch dabei. Als wir ankamen, war es schon wieder Morgen. Hab wohl viel Schlaf nachgeholt, lol. Dschungeltag Sven. Wo ist Sven? Also kacken kann er nicht sein. Ha? Hä? Ist das Sven? Ja, glaub schon. Hey, ich brauch Sven zu essen. Weg. Wie kann das sein? Wie ist der Typ so schnell hingekommen? Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Vielleicht haben wir zu lange gewartet. Hm, scheiße, Mann. Wer kann das gewesen sein? Was? Wir machen nicht kein scheiß Musical, du Hurensohn. Fällt uns denn keine Lösung ein? Was ist los bei dir? Du bist jetzt komplett durch. Wir haben neue 24 Stunden bekommen, um den Täter zu finden. Die Möglichkeit viel zu klein. Ja, wir müssen mehr ganz 24 Stunden haben, du hast recht. Doch, ich... Welcher Song ist das eigentlich? Hey, unterbrich mich doch nicht. Tut mir leid, ich weiß, dass die Menschen Musicals anfangen zu singen, wenn die Emotionen zu krass werden. Aber wir sind hier in keinem scheiß Musical. Wir sind kein fucking Disney-Film. Also hätte jetzt eine Schnauze. Okay, du musst jetzt direkt so ausrasten. Wenn du anfängst zu singen, darf ich mal kurz ausrasten. Glück. Dankeschön. Aber du hast doch noch 1000 Wörter. Diese Grenze habe ich mir selber gesetzt und bin bereit, sie zu übertreten. Aha, okay. Ja, dann mach ruhig weiter. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Aber du singst nie wieder. Okay. Aber wenn der Typ es nicht war, müssen wir wieder von vorne anfangen. Geht's in der nächsten Folge weiter? Nee, wenn es jetzt ein Film wäre, würde das noch was dauern. Aber wir sind in einem Drecks YouTube-Video. Ach so, ja, stimmt. Wir haben noch das Überwachungssystem hier. Der Täter müsste von einer Kamera aufgezeichnet worden sein. Ja, stimmt. Schnell, wir müssen nachgucken. Guck da. Ich sehe nichts. Genau. Die Kameras haben nur schwarz aufgenommen. So eine Scheiße. Das ist aber rassistisch. Nee, das war doch nicht so gemeint. Hier wäre auch nur weiß Scheiße. Na gut, dann ist ja okay. Ja. Gibt's nicht eine Kamera, die was aufgezeichnet hat? Ich guck grad. Dann guck mal schneller. Oh, hier. Oh, das ist auch was anderes. Ja, das ist nicht von der Überwachungskamera. Dann such mal weiter. Okay, bin dabei. Da. Das ist ja perfekt.
Dreck vor dem Büro. Ja, jetzt habe ich lange keine Lust mehr. Wenn da jetzt keiner langläuft, raste ich aus. Ja, ich auch. Gut, und wie ich jetzt gesagt habe, ich wieder keiner lang. War ja wieder klar. Spur nochmal zurück, aber langsamer. Okay. Also der Mord müsste jetzt schon passiert sein. Dann macht das Sinn, was du sagst. Ja, ach, deswegen sage ich es ja. Da, hast du es gesehen? Nee. Hä? Spaß, ja klar, hab ich das gesehen. Aber dir? Nee. Aber irgendwie kenne ich die. Nein, da verwechselst du, glaube ich, was. Ich kenne die. Echt? Woher? Ich weiß es nicht mehr. Ist er nicht jetzt Rückblende? Ach ja, stimmt. Woher weißt du von der Rückblende? Ich habe das Video auf YouTube gesehen. Ach so, okay. Die hat doch ein Motiv. Also kein gutes, aber besser als nichts. Wie finden wir die jetzt? Da hat die hier mal angerufen, dann können wir die orten. Echt? Das können wir? Ja, natürlich. Okay, nice. Aber warum bringt die random Polizisten um, wenn ein Anrecher bei der war? Keine Ahnung, die sind komplett verrückt. Das kann natürlich sein. Dann lass mal zu ihnen fahren. Aber wir können ja keine Verstärkung mitnehmen, dafür brauchen wir Sven. Dann machen wir das eben alleine, okay? Keine Bewegung, Polizei! Hey, du! Hier ist schon wieder keiner. Wir sollten vielleicht mal in Zukunft erst gucken, ob jemand da ist. Wir sind der richtige Drecksteppen. Sind wir überhaupt im richtigen Haus? Ich glaube schon. Aber du weißt doch, wie die aussieht, oder? Nicht, dass wir gleich die falsche erschießen? Ja, klar. Ich kenne die ja schon länger. Du hast nur einmal mit dir telefoniert und gerade die Aufnahme gesehen. Ja, ich habe keinen Plan. Ich denke, manche kennen die noch. Okay, na dann. Wir müssen also erblicken können. Stell dich mal hinter mich. Okay, wenn die jetzt kommt, ist es aus. Ja, und dann haben wir nicht den Fall gelöst. Aber wir dürfen sie nicht erschießen, wenn es geht. Das ist doch zu gefährlich. Hast du die Bounty Law gesehen? So alt bin ich nicht. Ja, ach. Aber wir müssen sie töten, weil sonst tötet sie uns. Vielleicht. Und dann können wir sie befragen und diesmal sicher gehen, dass wir die richtige haben. Wir haben dort die Aufnahme gesehen. Es war eindeutig sie. Das haben wir auch gestern gedacht. Und jetzt stehen wir hier. Ja, da hast du recht. Jetzt stehen wir hier. Nehmen wir mal an, wir schießen sie wieder. Aber findet trotzdem ein weiterer Mord statt. Dann müssen wir wieder den Täter finden und es schaffen, Informationen aus ihm rauszukriegen. Dann können wir erst den Boss finden. Ja, aber wenn sie uns angreifen, müssen wir sie erschießen. Ja, keine Frage. Lieber stirbt die als wir. Ja, dann ist ja gut. Aber ich meine nur, wir müssen ihn direkt bei der ganzen Bewegung abknallen. Scheiße, Frank, ist sie das? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, jetzt andere Haarfarbe. Ja, jetzt, wo du es sagst, glaube ich es auch. Was machen wir jetzt? Warten? Warten? Wenn wir jetzt unachtsam werden und die reinkommt, sieht das nicht so gut für uns aus. Ja, da hast du recht. Dann warten wir jetzt hier. Ja, wir warten jetzt hier. Aber vielleicht sollten wir die diesmal nicht abknallen. Ja, können wir versuchen. Nicht nur versuchen. Ich wollte ja jetzt Yoda zitieren, aber du weißt schon, was er gesagt hat. Euch leben zu sehen, mein Herz aufs Wärmste erfüllt? Nein, das auch nicht. Das passt aber sogar auch. Nice. Vielen Dank. Ich hatte eher an Tue oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen gedacht. Ach so, darauf bezogen meinst du das? Was machst du denn? Ist sie das? Ich bin nicht sicher, ich glaube nicht. Geh doch mal näher gucken. Du hast sie ins Gesicht geschossen, ich erkenne nicht mehr so viel. Oh. Na dann, warten wir weiter. Ja. Also entweder es war sie und wir warten jetzt hier noch länger, oder es war sie nicht und wenn sie kommt, sind wir bereit. Ja, okay. Aber wenn die nächste Stunde nicht kommt, dann gehen wir. Okay. Und was machen wir jetzt? Warten. Ja. Beim Warten. Keine Ahnung, nichts. Aufpassen. Das klingt nach viel Spaß. Glaube ich auch. Hörst du das? Ja. Bah! Wer seid ihr denn? Schönen guten Tag, ich bin Frank, das ist mein Kollege Jonas. Das ist richtig. Sehr gut, Frank. Vielen Dank. Wir sind von der Polizei und sie sind... Ah! Was? Jonas! Halt, stopp! Was wollt ihr Bullen hier? Wieso hast du ihn erschossen? Weil es sonst unfair wäre. 2 gegen 1. Ach so. Ja, dann. Was wollt ihr jetzt hier? Seid ihr eigentlich Bullen oder tut ihr nur so? Nee, wir sind echt. Wo ist denn deine Marke? Hab ich zu Hause vergessen. Genauso wie er. Aha. Sehr verdächtig. Tut mir leid, aber wir müssen... Ich muss sie auch mit aufs Revier nehmen. Wozu? Willst du mich verhören? Genau. Sie sind gerade Hauptverdächtige in ein paar Mordfällen. Nur zwei? Nein, ein paar. Sind doch zwei. Ja, nein, ich meine aber mehr. Okay, aber ich glaub dir irgendwie nicht. Warum? Ihr seid doch niemals Bullen. Nein, wir sind Menschen. Ja, ich meine, egal. Keine Marke, schlechtes Vorgehen, keine Verstärkung draußen und er hat doch eine kugelsichere Weste an. Ja, aber... Ja, stimmt. Sie kommen jetzt mit mir. Sind noch 2 gegen 1. Was? Ah! Fuck, mein Bein! Ha! Das hättest du nicht erwartet, ne? Ah, okay, jetzt glaube ich euch. Aber scheiße, nein! Halt! Ach, andere Richtung, stopp! Ich schieße ins andere Bein. Nein, bitte nicht. Oh, okay. Können Sie mir einen Krankenwagen holen? Ja, Frank, wärst du so nett? Aber die sind so schwer. Frank. Ist ja schon gut. Aber dann müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Schaffst du das, Frank? Ja, bin gleich da. Jetzt machen Sie das, was ich sage. Ah! Sie nehmen jetzt die Pistole runter. Wenn Sie das jetzt die Waffe fallen. Hinwerfen und drüber kicken. Nein, du machst das. Wie werden wir das beide machen? Na gut. Verdammt! Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Scheiße. Wieso haben Sie die Polizisten getötet? Was, ich? Polizisten getötet? Würde ich nie tun. Nicht? Nein, ich würde keiner Fliege was zuleide tun. Wieso haben Sie da eine Knarre? Das ist Ihre. Und ich habe die noch nie benutzt. Ach ja, stimmt. Okay. Ich kann Ihnen sagen, ich habe nichts mit irgendwelchen Morden zu tun. Okay, das können Sie mir jetzt sagen, aber ich muss Sie trotzdem mitnehmen. Wir haben eine Aufnahme von Ihnen. Eine Aufnahme? Genau, eine Aufnahme vom Tatort. Eine Überwachungskamera hat Sie erwischt. Haben Sie schon mal was von Deepfakes gehört? Ja, aber das kann nicht sein. Die Aufnahmen sind direkt aus der Kamera, ganz frisch. Vielleicht hat der Täter die ja drauf gemacht, als er gemordet hat. Es waren aber keine Aufbruchsspuren zu sehen. Und woher wissen Sie das denn? Was? Das mit dem Mord? Das haben Sie eben mehrmals gesagt. Echt? Oh, okay. Also ich glaube, Sie müssen woanders weiter ermitteln. Man kann nicht mehr alles glauben, was auf Video ist. Die Zeiten sind vorbei. Haben Sie denn ein Alibi? Für heute Morgen.
zwischen 8 und 10. Da habe ich geschlafen. Kann das jemand bestätigen? Bestimmt die beiden, die sie eben erschossen haben. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Was soll ich denn machen, wenn sie die erschießen? Ja, okay, wenn sie es nicht waren, finden wir das schon raus. Frank müsste gleich hier sein, dann nehmen wir sie erstmal mit auf. Ah! Scheiße, Frank, was machst du? Das Leben retten. Das war aber jetzt knapp. 10 Zentimeter knapp. Hier stehst du jetzt? Ich war es nicht. Frank, vielleicht war sie es gar nicht. Du glaubst ihr diesen Scheiß? Sie wollte dich eben erschießen. Ja, dann wusste ich doch auch nicht, wer wir waren. Gesteh, sonst durchlöcher ich dich mit Kugeln und ich fange von unten an, damit du die ganze Show mitbekommen kannst. Also, fast. Am Ende wird es ein bisschen eng. Ja, okay, okay. Gut, also was willst du uns sagen? Der Heimbrecher, er hat meinen Mann getötet. Er hat meine 5 Kinder getötet. Er hat meine Eltern getötet. Er hat meine Schwiegereltern getötet. Er hat meine Großeltern und Schwiegergroßeltern getötet. Er hat die Freunde von meinen Kindern getötet, die gerade zu Besuch waren. Er hat die Eltern von denen getötet. Und die Polizei wollte nicht helfen. Ich habe so oft angerufen. Aber nach dem ersten Mal ging da nicht mal jemand ran. Oh ja, aber das war nicht meine Aufgabe. Ich hätte nicht beim ersten Mal rangehen sollen. Du warst das? Du? Ja. Also ich habe ihnen nur ganz kurz gesagt, warum keiner rangehen kann. Ah! Frank! Nein! Was hat sie mit dir gemacht? Ich kann nicht weiterleben. Der Fall war nun gelöst, aber eine Sache gibt es noch. Wie kann ich dieses Voice-Over machen, wenn ich tot bin? Das liegt daran, dass ich mich nicht gut getroffen habe und mit dem Krankenwagen, den Frank geholt hat, schnell ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Ich bin zwar nicht mehr so wie damals, aber ich lebe noch. Und das ist das Wichtigste. I am the policeman. I am the best. Ich löse jeden Fall auch ohne Nest. Und ich bin multilingual, das sag ich dir, ja, ha, ha. Ich hab nur gelegentlich ein bisschen Schmerzen. Ah! Come back, I can't remember all the things you said.